Ja, wie beschreibt man einen Einsatzablauf? Ist eigentlich ziemlich einfach. Es piept meistens immer dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Da ist natürlich enorme Eile geboten, aber immer mit der Rücksicht der eigenen Sicherheit. Dann fährt man los. Man malt sich ein bisschen was aus im Kopf, wie es sein könnte. Manchmal sieht es dann an der Einsatzstelle ein bisschen anders aus, als man sich das vorgestellt hat. Und darauf reagiert man. Kameradschaft ist wichtig bei der Feuerwehr, weil ich mich auf meinem Nebenmann jederzeit verlassen muss. Wassermarsch! Auch einen gewissen starken Charakter, der mitgebracht werden muss. Bremer Förder Feuerwehr ist ausgestattet mit 8 Fahrzeugen, zusätzlich noch ein Boot. Dazu kommen natürlich im Stadtgebiet noch 10 weitere Ortsfeuerwehren, sodass wir über 500 Einsatzkräfte im Stadtgebiet zur Verfügung haben. Wir sind die Freiwillige Feuerwehr.